Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, so sehr wie die rote Flora mittlerweile zum Synonym für die Untätigkeit des Senats im Bereich des Linksextremismus geworden ist, so sehr sind Kriminalitätsbelastung und Verwahrlose im Bereich des Hansaplatzes zum Synonym für die ganze Hilflosigkeit des Senats geworden. Seit vielen Jahrzehnten kapitulieren Hamburger Senate vor der durch Dealer, Kleinkriminelle und Prostitution dominierten Szene am Hansaplatz und lassen die Anwohner mit ihren Sorgen und Nöten dauerhaft allein. Um starke Worte sind die zuständigen Bezirksamtsleiter nie verlegen. Weder Herr Drossmann heute, noch Herr Schneider, der sich ja seinerzeit gerne als roter Sheriff titulieren ließ, haben irgendwelche nachhaltigen Konzepte entwickeln können. Den Vogel schießt natürlich Herr Drossmann ab, wenn er sagt, das Ganze könne ja nicht zum Kurpark werden. Wie sehr müssen sich da die Anwohner verhöhnt fühlen? Das machen sie im Bereich der Kriminalitätsbelastung ja auch dauerhaft nach dem Motto, absolute Sicherheit kann es nicht geben und stellt euch mal nicht so an. All das dient nur der Rechtfertigung ihrer eigenen Erfolglosigkeit und Untätigkeit. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung müssen Hand in Hand gehen und das verkennen Sie und das gilt auch für den Hansaplatz. Frau Sudmann, wenn Sie jetzt sagen, es gäbe dort eine ungeheure Kontrolldichte und deswegen fühle man ja eine gewisse Kriminalitätsbelastung, muss ich sagen, als Anwohner fühlt man diese Kriminalitätsbelastung direkt, da braucht man überhaupt keine Kontrolldichte. Denken Sie mal nach, bevor Sie so einen Unfug hier reden. Was mich wundert, ist, dass die FDP heute diesen Antrag einbringt. Wir haben einen Antrag bereits 2015, 2018 eingebracht, den haben Sie abgelehnt. Sie haben auch CDU-Anträge in dieser Hinsicht abgelehnt, aber es sind ja bald Wahlen. Da entdeckt jetzt auch die FDP ihr Herz für den Hansaplatz.